okay. Ja. Nur ab und zu wütend, dann auch mir geht scheiße. Ich hab auch Probleme, ich hab auch Familie, meine Eltern. Junge, das ist mein Kanal. Seh zu, dass du hier weggehst, Junge. Wer bist du, wenn du denkst? Verpiss dich dahin, von wo du hergekommen bist. Du kleiner Schlauchboot. Das ist mein Kanal. Gut so, Monster. Action. Was geht ab, Leute? Willkommen mit meinem Bruder auf dem Wolf. Wie die letzten Video habt ihr gesehen, mein kleiner Bruder Steam hat, was wir gemacht haben, wie er kassiert hat, wie ich kassiert habe. Wir haben Rap-Challenge haben wir gemacht, Teil 1, ne? Ja. So, Teil 2 haben wir auch gemacht. Ja. Jetzt Teil 3. Leute, auf jeden Fall Teil 3 mit meinem kleinen Bruder Steam hat. Ich bin mal gespannt, ich habe mir so ein paar neue Rapper ausgesucht, zumindest mein Bruder, glaube ich. Rami, hast du welche ausgesucht? Ja. Ja, und weißt du, welche Rapper das sind? Ich habe ein paar Rapper für euch vorbereitet. Ja. Simar wird auf jeden Fall rappen. Okay. Und bei dir mache ich auf Zufallsprinzip ein paar Künstler, suche ich mir raus. Mein Vater ist auch gerade hinter der Kamera am Sitzen. Ja. Und er sagt mir ein paar internationale Künstler, wird er mir sagen. Und ja, meine Freunde, ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Viel Spaß mit dem Video hier. Let's go. Leute, ganz kurz, ist keine Werbung oder so, nur ganz kurz so nebenbei. Windeltorten, wenn ihr Bock auf Torten habt, auf Hochzeiten, Veranstaltungen für Familien, wenn die Kinder bekommen haben, das sind wirklich Windeln, da aus diesen Windeln wird Torte gemacht. Das ist keine echte Torte, sondern wie gesagt Windeln und daraus wird Torte gemacht. Wie mit Windeln mit Kacke und so? Wie? Nein, nein, normale frische Windeln. Ja? Das sind so normale Windeln. Das ist eine Firma, die heißt auf Instagram Windeltorten-Design. Das ist genau hier, einmal zack, Windeltorten-Design. Erster Link in der Videobeschreibung, schickt die Seite auf jeden Fall ab, mega geil, weil das sind wirklich Windel von Babys und daraus wird Torte gemacht, schön dekoriert. Check this up, ey, wow. So, meine Freunde. Ja, ich glaube, ja. Ist heute. Wir fangen direkt mit dem ersten Künstler an. Wer fängt an, ehrlich? Ich würde sagen, klingt ja schon. Bis eins. Bis eins? Stein, Schere. Papiere. 1, 2, Xing, Shan, Shou. Xing, Shan, Shou. Xing, Shan, Haiwa. Gewonnen. Oh nein. Du fängst an. Simon hat verloren, ne? Das heißt, Simon fängt an. Ja, du fängst jetzt an. Du fängst als erstes an. Bist du bereit? Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, meine Freunde. Also, bei jeder Frage oder ja, bei jeder. Oh, was heißt, wenn du jetzt nicht weißt, was er dir sagt? Oder machen das so. Ihr entscheidet im nächsten Video, Leute, wer was für eine Bestrafung kriegt. Also ihr wisst Bescheid, schreibt in die Kommentare, spammt die Kommentare voll, wer verliert, wer die Bestrafung kriegen soll. Also, let's go. Und das beste Kommentar mit den meisten Daumen nach oben, das wird als nächste Bestrafung genommen. Also, in dem Sinne, let's go, viel Spaß, deine Bühne. Wir fangen direkt mit dem ersten Song an, Leute, mit Kurdo, Puma, Marseille. Ich würde sagen, rock die Show hier, Simar. Ja. Regie, mach mal kurz zwei Balken. Danke. Regie. Machen wir kurz einmal ein schönes Hintergrundbild so. Danke. Regie, mach mal bitte einen schönen Beat rein und los geht's. Ich bin 29, doch werde nie erwachsen. Bist du frech, kriegst du eine Ohrfeige mit Dealer Batzen. Oh. Ich bin ein Slumdog, der dich an die Wand pocht, hab immer noch die Friese, die deine Mutter ankotzt. Yeah, ich bin kein Mathe-Genie, aber mache aus dem Euro eine Patte-Fili. Ich kann mich entscheiden, guck die Nase im Tief. Voila, nix hat sich verändert, die Lage ist sie. Yeah, es ist Schock 0. Erzähl mir meine Menschen, es gibt keinen guten Boden. Die Schuhe bleiben Classics. Jagen die Mixen, warum ich kein Kontroll, weil der Butterfly mich rettet. Ja. Der Butterfly mich rettet, Leute. Rettest du auch mich? Ja. Ja, okay, wow. Leute, der hat stabil erste Runde gemacht. Ich schaff das niemals zu runnen. Niemals, ne? Niemals. Wir machen für dich Helene Fischer, machen wir eigentlich. Ja, komm, das ist langweilig. Was machen wir jetzt für Sami? Belinda Ibrahim. Aha. Das ist ja so spontan. Beides komplett Zufallsprinzip, Leute. Blind Ibrahim macht jetzt einen Song. Je t'aime t'inga, j'asbou ma rengin. Le tchav le serta, asbou ma rengin. Weiter weiß ich nicht, Leute. Je t'aime t'inga, schönes Lied auf Kurdisch. Und ja, ich glaube, das war mein Ding. Ich zählt das? Hat das keinen Nackenklatscher verdient? Hat Nackenklatscher verdient? Weißt du? Bei mir? Ja. Wie? Weil du nur 10 Sekunden gemacht hast. Regel Nummer 1, ja.
30 Sekunden. Ich dachte, er hat einen Namen von einem Lied gesagt. Egal. Ja, ne? Nein. Ja, dann machen wir das mal so. Alles klar. Das lassen wir so gelten. Er hat viele Klatsche von mir gekriegt. Ihr habt gehört, Leute, Mama im Hintergrund. Okay, Leute, meine Freunde. Papa ist auch hinter dem Video. Ne? Er ist gerade in der Kamera. Wenn ihr Bock habt, dass ich mit ihm sowas mache, lasst mich es wissen, Leute. Wir fangen direkt mit dem nächsten Song an, meine Freunde. Casey Rebel. Der soll Casey Rebel rappen. Ja. Würde ich sagen, oder? Schafft er niemals. Meinst du? Nein, Bruder. Eiskalt? Ja. Welches Lied? Anhörung? Anhörung. Okay, Leute, meine Freunde, es geht los. Gib ihm. Warum nicht? Ich bin kein krimineller Drogenkern und auch kein Junkie. So wie sie sind, dass ich fehlleite. Nur ab und zu wissen, denn auch mir geht scheiße. Ich hab auch Probleme. Ich hab auch Familie. Meine Ex ist eine. Ich hab auch mal Krisen. Oh shit. Ja, und dann sagt, meine Ex ist eine. Ah, ich hab auch Krisen. Ehre Mann. Ne? Ehre Mann. Wie heißt der? Aledik. Aledik? Ja. Aledik. Keine Ahnung, Bruder, du bist international, lo? Aledik. Hey, wow, Leute, habt ihr gesehen? Meine Luft ist echt weg. Mhm. Also, meine Freunde, das war jetzt ein Part von meinem Bruder. Ja, das heißt, ich hab einen Nacklatsch, aber den darf ich machen, ne? Leute, nein, das war gerade Alush von Aledik. Geiler Song. Hä, aber ich hab doch nicht verloren oder so. Halam, ne? Warum hast du einen Nacklatsch? Agre, chode peches. Ravgino. Oh, tschüss, Strango. Ja, er war doch richtig. Sabuhuna halak hossabe. Eywa. Hatil menji mil mankush. Warum? Was auch? Hatil Manjil wal Mankush. Hatil mil Manjil bil Mankush. Ja, wallah, da halal. Bil Magdus. Ganz kurz auch dazu zu sehen, hallo, ich bin auch ausländisch. Leute, mein Dialekt ist nicht so gut. Also nicht, dass ihr jetzt in die Kommentare schreibt, er kann nicht singen. Leute, ich kann nicht singen. Ich unterhalte und ja, ich bin dialektmäßig, was kurdische, türkische, arabische Lieder angeht, ganz schlecht. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen jetzt in die dritte Runde rein. Und da wird ein beliebter kurdischer Sänger jetzt am Start sein. Viele kennen ihn auch, viele aber auch nicht. Ferro 47 habe ich mir da so vorbereitet. Ich würde mal sagen, gib mir einfach ein Part, bra. Ja, Batzen, Digga, ja, ja. Ja, bra. Puerto Rico. Okay, Leute, die Bühne ist frei, auf die Plätze, fertig und pop! Coca-Cola auf Copacabana, ein Zucker, Maisie, ja, fliege schon wieder mal, bra. Chief, Schamonen, rufe meine Jungs aus Kosovo, renn, Motorola. Bremen, Dacia, Choderuna. Ich komm nicht klar, ich dreh mich um, Mann, auf okay. Sie kommen, na, sie sagen, sie mal ist okay. Komm, geh mir aus dem Wupp, bevor ich ihn noch durchdreh. Durchdreh. Loriko. Junge. Schöne Grüße gehen raus an den Bra, Ferro 47. Ey, wow. Leute, frischer Junge, 12 Jahre alt. Schwanz wie ein Pferd. Entschuldigung. der Typ ist einfach. Gönnt euch den Typen, wenn ihr Bock auf den habt, dass ihr mit euch was macht, dann alle so draußen, Leute, die so Musik auch noch haben. Gönnt euch, Leute. Frischfleisch, Leute. Auf jeden Fall, der hat Talent. Nicht nur, weil es mein Bruder ist. Also, ihr könnt mit dir noch immer was anfangen. Was mit mir eigentlich? Kann man mit mir auch was anfangen? Oh, ich weiß nicht, Bro. Ich weiß nicht. Was sagt ihr, Leute? Kann man mit diesem Jungen da vorne was anfangen? Ey, komm. Dreh dich mal zur Seite einmal. Ja, zieh, wie er einzieht. Guck mal, Leute. Ja. Okay. Kapalo? Kapal, das geht? Geht's zu Kapal? Nein. Kapal, puh. Leute, ich sag euch, wenn ihr Bock auf meinen Vater habt, solche Videos, ne? Schreibt in die Kommentare, ihr lacht euch schlapp. Vielleicht krieg ich ihn ja gleich noch ein Video. Leute, ich sing euch. If I was your boyfriend and never let you go, I could take a place that's been and never been before. Baby, take a chance like I ever know. I got money in my hands and I really like a blow. Swag on you. I'm chilling by the phone, but I found you. Er hat immer gesagt, I'm a teller one time. Nee, wie geht das nochmal irgendwie? I'm a teller one time. Also, guck mal. Ja, Mann. Er ist der. Farid Gangbang, sagt er immer, mein Vater. Farid Gangbang. An alle kurdischen Sänger und Kamacha-Spieler, das ist die goldene Kamacha.
Und das geht jetzt raus in alles, Konkurrenz, Wissen. Gerade Guinea, 1.0. Das Problem ist bei mir, Leute, alle Nicht-Ausländer, dieses Gerät, das ist ein Gerät, den muss man eigentlich theoretisch, ich sage euch das mal bildlich, so halten, ne? Bei mir geht das nicht, das Ding ist, dass sie so, so, am Schwollechen. Am Schwollechen, dann kann ich ja. Leute, das ist Konkurrenz, ja. Zieh mal los. Jetzt hab's. Wenn du jetzt abgehst, dann darfst du mir einen Nackenklatscher geben. Okay. Das wird auch dein letzter sein. Ja. Okay? Ich würde sagen, du machst jetzt. Farid hat neues Lied rausgehauen. Mit Khaled und French Montana. In Dubai hat er das gedreht. Ich würde sagen. Niemals schafft er das. Ich glaube das auch nicht, aber wir sagen das ja. Das Ding ist, Leute denken gerade, wir haben es geplant. Ne? Ich schwöre, Leute, Spaß beiseite. Null. Ich weiß, dass er so viele Rapper kennt, aber es kommt er mir gerade an mit Farid Bang, wurde gerade vor 3 Tagen gepostet. Das kannst du niemals gegangen. Niemals. Ich hatte es nur einmal gehört, aber ich versuch. Normalerweise filmen wir immer Drehbücher vor dem Video, aber bei diesem Video, der war so spontan, das haben wir wollte wieder eins hochladen. Deswegen ballern wir mal direkt los. 1, 2, 3, Action! Plata, auf der Jagd mit Coco und Joanna, Salam an die Makros und Harana, ich hole mir die Euros mit der Pankan, pop, pop, pop! Rengi, gib mir bitte einen Nackenklatscher. Komm runter. Jalla, schnell. Komm runter. Jalla, ja, ja. Komm runter. Du willst was spielen, da musst du auch. Gib mir einen Nackenklatscher, du hast das verdient. Ich dachte, jetzt kommt ein Part raus, ja, nee. Was war das, der war auch noch leicht, Mann. Der war leicht. Mach mal einen Esel nach. Wie macht ein Esel? Sieht aus wie Esel, oder? Mach mal einen Esel nach. Guck, wie viele Tiere du nachmachen kannst. Kurze Unterbrechung. Jeder Mensch macht das hier. Kaum ganz schön. Mach mal einmal einen Esel. Wie ein Esel? Oh, ey, oh! Nee. Und nicht mehr Witz machen, oder was? Nicht so. Sima, weißt du, was wir bei dir machen? Was? Dings. Scheiße, wer ist das denn? Oh, was machst du denn hier? Dieser Bekloppte, der hier links gesagt, ich bin ein sehr, sehr guter Sänger, ne? Ja, normal. Also normal, kompletten Sänger, ob das hier kurdische Sänger ist oder türkische ist oder arabische ist oder die deutschen, europäische, ehrlich gesagt, ich bin nicht der Meinung, aber die anderen könnt ihr gerne fragen. Das und geht nicht anlegen. Beim jeden fast, also ich meine, einen Satz kann ich schon mal links hier so vorsingen. Okay. Ah! Okay. Ah! Okay. Legende. Oh mein Gott, das ist. Wo Scheiße, Mann! Das ist kein Problem für dich. Strane, auf jeden Fall Strane, Shingal Yawan, Jama, Suri Yawan, Wan Strane, Kevin, Guichtiari, Matad Ali Hassassi. Kifan Bibrasi, Wasser natürlich. Ich mag die sehr, sehr. Und ich bin ja, seit ich hier auch in Deutschland bin, die höre ich ja immer unterwegs, im Auto, zu Hause, immer beim Schlafen, immer, damit ich richtig schön tief im Schlafen, also schlafen kann. Action! Daumen nach oben war das. Macht mein Video und richtig Ärger von mir. Und dann werdet ihr sehen, so ein Video. Also, wie gesagt, ich küsse den Raum. Dankeschön. Und viel gemacht. Ich habe jetzt gerade meinen Vater eingemacht. Ihr habt es gesehen. Ich würde sagen, ich ziehe das Video nicht weiter in die Länge. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Sachen mit eurem Vater, habt ihr gesehen. Mein kleiner Bruder habt ihr gesehen. Also, in dem Sinne, Leute, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen fetten Daumen nach oben. Wie gesagt, 4000 Daumen nach oben. Nächstes Video mit meinem Vater zusammen. Und vielleicht auch irgendwann mit Rami. 4000 Daumen nach oben. Und dann nächstes Video mit meinem Vater.
Folgt schon mal mir, Leute. Ich küsse eure Augen und danke schön. Da seht ihr, was ich privat mache. Auf Instagram, hier steht Sammy K. Sima, wie heißt du auf Instagram? Sima.k6. Ey, war, Leute. Habt ihr gehört? Folgt uns. Ich küsse euch. Danke schön für alles. Und wie gesagt, wir sehen uns bei 4000 Daumen mit meinem Vater im nächsten Video. Tschüss!